was in diesem Video passiert. Schaut euch das an. Oh oh. Jo, Freunde, was geht ab? Heute gibt es einen neuen Teil mit dem 6x6X Max. Und wie ihr sehen könnt, hat sich ein bisschen was verändert. Cybersus hat die ganzen mitgelieferten Teile von JS Parts montiert. Wir haben hier jetzt beispielsweise Seitenspiegel, Trittbretter, schöne Radläufe, so einen kleinen Heckspoiler. Sogar die Wheelie Bar hier hat neue Räder bekommen. Aufkleber sind jetzt auch drauf. Hier vorne auch, wie ihr sehen könnt. Danke dafür, Cybersus. Nicht dafür. Bist du hier beim Bund oder was? Ja. Hi. Hi. Und was geht? Alles bestens. Also ich fand, der sah vorher schon geil aus, aber jetzt gefällt er mir noch besser. Heute werden wir auf jeden Fall uns nochmal mit dem Schlitten ziehen lassen, aber nicht so wie letztes Mal, sondern wir haben neue Räder gesendet bekommen von Dr. X-Max. Hier ist das Paket und schaut euch das an. Das sind einfach selbstgebaute Spikes. Bin echt gespannt, wie er damit fahren wird. Genug Schnee liegt noch zum Glück. Jetzt müssen wir die als erstes mal da drauf montieren. Schaut euch das an, Freunde. Räder sind montiert. Wir machen jetzt auch die Akkus rein und dann sehen wir uns draußen wieder. Boah, Freunde, es hört einfach nicht auf zu schneien. Schaut euch das mal an. Wenn das so weitergeht, können wir bald mit dem Boot auf Schnee fahren. Wir schalten das Monster ein und dann bashen wir erstmal so durch den Schnee ohne Schlitten. Zu tief, ey. Schneemann. Was für ein Schneesturm! Hey, man sieht den gar nicht mehr. Man sieht ihn einfach nicht mehr. Oh, Freunde, es liegt wirklich sehr viel Schnee heute. Also ich glaube, diesen Winter lag noch nie so viel Schnee wie jetzt. Wir holen jetzt mal den Schlitten raus. Mal schauen, ob es funktionieren wird. Er hat jetzt schon sehr zu kämpfen. Diesmal wird sich Cybersus draufsetzen und wir geben einfach unser Bestes. Den Schlitten, den befestigen wir wieder mit Paracord an dem fetten X-Max. Das hat ja letztes Mal ganz gut geklappt und ich denke, diesmal wird das auch gut klappen. Okay, Freunde, der Schlitten ist bereit. Cybersus ist auch bereit. Helm passt auf jeden Fall. Ich schieb dich ein bisschen an am Anfang. Okay. Da fährt er. Oh, schaut euch diesen Schneesturm an. Was ist das? Oh oh. Da hat er ordentlich zu kämpfen. Schaut euch mal an, wie voll Cybersus ist. Alles voll mit Schnee. Da auch bei seiner Hose. Wow. Also es ist eindeutig viel zu viel Schnee da und der schmeißt nur Eis hinter sich. Ich sag dir, mein Hände tun weh wie Sau. Ich krieg das ganze Eis alles ab.
Alter, das ist viel zu viel Schnee, der kommt kaum vorwärts. Also Freunde, ich glaube, die Spikes, die sind ganz geil, besonders weil unten so eine Eisschicht ist, also unter dem Schnee, aber es ist einfach zu viel Schnee. Zu viel Schnee da. Wir fahren jetzt nach Hause, machen die anderen Räder drauf und dann bashen wir auf jeden Fall nochmal eine Runde. Okay, Räder haben wir doch nicht gewechselt, aber Akkus voll geladen. Dadurch, dass die halt nur 6200 mAh haben und das Auto auch noch so unheimlich schwer ist und wir auch nicht gerade langsam gefahren sind, waren die doch schon ziemlich leer. Schaut euch mal an, was da einfach für fette Schneeberge sind. Und hier auch. Das letzte Mal, dass ich so viel Schnee gesehen habe, ist bestimmt 20 Jahre oder so her, als ich 8 war oder sowas. Ey, schaut euch das an, Freunde, wie aggressiv der ist und wie schnell er beschleunigt. Der geht so ab, ey. Alter. Wisst ihr, was auch noch richtig geil bei dem Wetter funktioniert? Kurze Frage noch, habt ihr Bock, dass Saberso sich mal mit dem Snowboard an den an den 6x6 X-Max dranhängt? Wenn ja, lasst Daumen hoch da. Peace.